Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Monatsauslage Mai für alle Schützegeborenen. Ja, dieses Video ist geeignet oder dafür gedacht, wenn du im Sternzeichen Sonnenzeichen Schütze geboren bist oder wenn sich dein Aszendent im Schützen befindet, dann bleibe doch dran. Die verwendeten Karten findest du wie immer in der Videobeschreibung. Ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Bist gerne eingeladen, dich mal auf meiner Webseite umzuschauen. Vielleicht ist dir das Passende für dich dabei. So, wir mischen hier ganz fleißig und bitten um die Überschriftskarte für die Schützen im Mai. Das Schütze-Kollektiv, was ist da los? Die Karten sind groß, größer als meine Hände. So, okay, wir gucken. Eine Karte bitte für die Schützen. Ihr lieben Schützen, ihr habt die Hohepriesterin, die ist schon mal diesen Monat bei einem Zeichen gefallen. Ich weiß gerade nicht bei welchem. Könnte sein beim Stier, aber ich weiß nicht sicher. Ja, also das ist spannend. Ihr habt eine gute Intuition diesen Monat. Kommt mir herein. Und eure Intuition will auch gelebt werden. Also es geht um sehr viel innere Arbeit. Es geht um innere geistliche Arbeit. Es geht um, ich kriege hier so rein, ja, auch eure Talente. Also es geht um deine Gaben, die du mit in diese Inkarnation bekommen hast. Also nicht nur die spirituellen Gaben, sondern überhaupt deine Gaben und Talente. Wir gucken das jetzt aber mal tiefer an mit den weiterführenden Karten, was denn genau bei euch mit dieser Karte hier jetzt gemeint ist. Was die für einen Einfluss hier hat. Bitte vier Karten für die Schützen. So. Sind wir schon gespannt. Ja, das ist super interessant. Also, ihr lieben Schützen. Wow. Bei euch geht es einmal mit dem 10. Haus, kriege ich hier rein. Es geht wirklich um euer mitgebrachtes Talent. Also das Medium Kali, also dieser höchste Punkt, der Zenit im Horoskop, zeigt ja, ja dein mitgebrachtes Talent, was du hier ausleben sollst, also das Lebensthema auch an, deine Berufung. Und es geht hier wirklich darum, deine Berufung zu leben, in deine Berufung zu kommen, deine Talente zu leben. Manchmal leben wir schon unsere Berufung, sind auch in dem Beruf tätig oder in der Tätigkeit, sei es als Hauptberuf oder als Hobby tätig. Und manchmal dümpelt das so hin, weil wir denken, ach, das hat alles noch Zeit, das hat noch Zeit. Und manchmal, also viele fragen sich auch, was ist denn überhaupt meine Berufung oder mein Talent? Und man kann sagen, dass man immer schon irgendwie mit dem Talent oder dem Thema zu tun hatte. Und wenn, vielleicht auch nur indirekt und das sich dann immer mehr herauskristallisiert. Also meine Erfahrung ist, dass man oft schon so ab dem 30., 35. Lebensjahr, ab dem 40. dann ganz stark immer mehr sich hingezogen fühlt zu den Berufungsthemen oder auch zu den Talentthemen. Also wenn das nicht schon früher da war, dann spätestens in diesem Alter, das wäre ja auch der Zenit, ne? Also wenn die Menschen so heutzutage so 80 Jahre alt werden, 90 Jahre alt, dann wäre der Lebenszenit so zwischen 40 und 45 rum. Und da kommt das ganz, ganz stark zum Tragen. Und hier möchten, also wenn du jetzt sagst, aber ich bin viel jünger, geht es trotzdem um das Thema deiner inneren Berufung, wo du dich hingezogen fühlst, was du leben möchtest, was du erfahren möchtest. Das ist diesen Monat ein starkes Thema. Und wenn es sowieso schon ein Thema ist, wo dich schon länger beschäftigt,
kannst du hier diesen Monat ganz stark emotional auch reingehen, vielleicht auch mal meditieren oder dir eine Auszeit suchen in irgendeiner Form, darüber reinspüren, nachfühlen, ne? Also so ein bisschen raus aus dem Alltagsstress, rein in die persönliche Fokussierung. Dann geht es mit dem Quadrat darum, du bist dir irgendwo nicht so klar oder unstimmig, weil das zeigt immer so eine Disharmonie an. Ich sage immer, das Runde passt nicht ins Eckige. Und das sind so Ecken und Kanten und das fühlt sich für dich nicht rund an. Und jetzt möchte dieses Thema abgerundet werden. Die Hohepriesterin bringt eine ganz weiche, fließende Energie, weibliche Energie, auch Mondenergie rein, die manchmal nicht, die oft nicht so klar ist. Die kommt nicht und sagt, du bist jetzt ein geborener Schaffner oder du bist jetzt der geborene Sänger. Nein, nein, die sagt, du musst es erfahren. Ich sag dir nicht, was du machen sollst. Du musst es selber erfahren, durch das Leben gehen. Und das mag sich für manche manchmal anfühlen, wie wenn man so einen Elefanten durch ein Nadelöhr quetschen will, dass man sagt, ach, ich fühle mich in was reingequetscht und das passt immer noch nicht. Und dann quetscht man sich ins nächste rein und ins nächste rein. Ja, und vielleicht fühlst du auch so eine Enge, weil der Schütze mag ja auch die Expansion. Ihr habt Jupiter als Planet, möchtet euch entfalten, ne? Vielleicht auch kreativ sein, geistig kreativ. Das ist auch so hochgeistig, der Schütze als Zeichen. Und diese Freiheit, also diese Einengung, diese Rahmenschachteln passen normalerweise nicht zum Schützen. Der Schütze mag die Rahmenschachteln sprengen oder erst gar nicht in so eine Schachtel rein. Okay? Und es geht jetzt darum, dass ihr diese fließende Energie annehmt und euch ganz bewusst macht, dass ihr euch nicht in ein Quadrat reinquetschen müsst, sondern dass ihr selber bestimmt, welche Form es haben darf oder vielleicht auch formlos sein darf. Also es ist hochgeistig, wie ich schon das Ganze in die Deutung mache. Es ist ein geistiger Monat, also ihr spürt eine starke geistige Energie, die euch beeinflusst. Aber es ist nicht nur geistig. Wir haben hier auch Privatleben drin, Spaß haben. Wir haben hier Löwekraft, Hobbys, ausgehen, kreativ sein, der Liebe nachgehen, sich zeigen in der Welt, vielleicht auf eine Veranstaltung gehen, verschiedenen Interessen nachgehen. Vielleicht möchtest du auch was Künstlerisches machen oder machst eine Sprachenreise, eine Kunstreise oder was auch immer. Also das ist so ganz viel, spüre ich so, ja, diese kreative Energie, die ins Außen fließen möchte. Also es ist nicht nur geistig, sondern man unternimmt auch Dinge. Also es ist auch unternehmerisch, dass man Dinge unternimmt diesen Monat, vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen. Das ist auch eine starke Kraft, die hier reinkommt. Und man soll eine Position einnehmen. Also ganz stark habe ich hier drin, dass man euch, wie gesagt, vielleicht auch in irgendeine Form leiten möchte. Das sind so Einflüsse von außen, die euch irgendwie zeigen möchten, was besser zu euch passt. Aber lass dich nicht in irgendeine Form oder in irgendeine Sache reinquetschen, wo du schon vornherein spürst, das ist gar nicht dein Fall. Ne? Okay, jetzt gucken wir mal, was hier, hupsa, nehmen wir die gleich, was hier für ein Neunerblatt noch im Lenormand angezeigt wird, um die Sache noch ein bisschen zu erörtern und vertiefen. Na? Jetzt, nein. Okay, jetzt habe ich den Impuls. Ist immer so ein Impuls. Okay, gerade beim Lenormand. Also passt auf, wir gucken mal, was bei euch hier los ist. Diese Struggle-Energie, die euch so zedern lässt,
Das ist so was ganz Undurchsichtiges, kommt mir hier rein. Manchmal ist es gar nicht so von Personen, das sind verschiedene Einflüsse, die er aufnimmt. Durch Fernsehen, andere Medien, Reportagen, irgendwelche Schriftstücke, was auch immer, Personen, die euch was erzählen, dass so eine diffuse Energie habe ich, die euch irgendwie beeinflusst, die euch vielleicht auch ein Thema aufruft, wo ihr gescheitert seid oder etwas nicht funktioniert habt. Aber lass dich davon nicht beeinflussen, denn es geht um Glauben, Glauben an dich selbst. Vielleicht hast du diesen Monat auch, also deine Berufung könnte auch in Glaubensthemen liegen. Vielleicht interessierst du dich für geistliche Dinge oder gehst auch mal wieder in die Kirche oder willst ein ganz spezielles Buch lesen. Also es geht auch um Wissensaneignung. Ihr habt auch den Glücksaspekt drin, wie ganz viele Zeichen jetzt im Mai. Da muss irgendwas am Laufen sein, dass hier immer wieder so ein positiver Aspekt reinkommt bei allen, der euch Dinge gut machen lässt oder gut werden lässt. Ihr habt einen Sicherheitsaspekt drin und gleichzeitig ist der Schlüssel auch eine Lösung. Also ihr kriegt auch eine Lösung mit an die Hand für irgendwelche Dinge, die euch noch im Ungereimten, im Unklaren sind, wo euch vielleicht auch noch ein bisschen Bauchschmerzen machen oder Gedankenschmerzen. Wir haben eine aufregende Kommunikation drin diesen Monat, aber auch, dass ihr eine Kommunikation, die euch keine Klarheit bringt, wo jemand sich verschlossen hält oder euch im Unklaren lässt, oder sich nicht entscheiden will, wo ihr radikal verfahrt und auch Kommunikation abbrechen lasst. Also es liegt auch Rückzug drin, dass ihr euch aus von Menschen, gerade weil diese Energie hier so stark war mit ich muss dich irgendwo reinquetschen, also wenn ihr merkt, jemand beschneidet euch hier, könnt ihr auch ganz knallhart verfahren und sagen, also mit mir nicht und jemanden sogar eine Kommunikation, ein Treffen oder irgendwas untersagen und sagen, da ziehe ich mich zurück, das möchte ich nicht. Ne? Also hier haben wir auch Abbruch von Gesprächen drin oder von Kommunikationen von Menschen, die sich nicht ehrlich verhalten oder zeigen, wie sie sind, die auch nicht lösungsorientiert sind, sondern vielleicht nur problemorientiert, wo ihr sagt, nee, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ne? Also hier liegen auch, können auch Verabschiedungen, Trennungen drin liegen von solchen Menschen. Und wir haben bei euch eine Reinigungsenergie drin. Kann auch sein, dass der ein oder andere sein Auto putzt, einen Großputz macht, irgendwie aufräumt, vielleicht auch gesundheitlich selber eine Fastenkur, eine Abführkur oder was auch immer. Also Reinigung innen und außen kommt mir hier als Bild noch rein. Vielleicht auch, dass ihr manche vielleicht auch eine Ernährungsumstellung gerade machen, bekomme ich hier noch. Als solche Dinge. Der ein oder andere sollte sich. Da mag ich mal noch eine Karte ziehen. Ein bisschen aufpassen vor Konflikten mit Behörden haben wir hier drin. Behörden, Polizei, Grundbuchamt, was auch immer, schriftliche Behörden. Muss auch nicht nur Behörde sein, kann auch eine andere Institution sein oder die eigene Arbeitsstelle. Bitte hier. Auch wenn du sagst, das passt absolut nicht zu meinen Überzeugungen, spring nicht voll in den Konflikt rein. Du hast zwar den Glücksaspekt dabei, bleibe lösungsorientiert und hier mit dem Herz sprich aus dem Herzen und nicht nur aus der Vernunft. Also der Schütze kann eine ganz spitze Zunge haben und ganz genau Dinge auf den Punkt bringen und andere fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen und der Schütze hat es so ganz unschuldig gemacht, aber die anderen drehen durch. Also mach's wirklich so vom Herzen raus und sei auch mal da nachgiebig. Dann lassen sich manche Konflikte besser und einfacher bereinigen. Dann haben wir hier drin den Engel des Komforts. Also es geht
bei euch darum. Ja, ich habe bei euch nicht so. Also der Engel des Komforts kann kommen, wenn es darum geht, genieße das Leben, mach Genuss. Nein, ich habe diesen Monat wirklich so bei euch den Eindruck, dass es um Aufarbeitung von Themen geht und nicht nur sich auszuruhen, sondern dass das wirklich ein konstruktiver, lehrreicher, intensiver Monat wird, der aber am Ende das ein oder andere Unaufgeräumte aus dem Weg schafft, dass ihr hinterher sagen könnt, jetzt kann ich genießen. Aber nicht unbedingt vielleicht im Mai. Das heißt nicht, dass der Mai nicht ein Genussmonat sein darf, aber er ist jetzt nicht so ein phlegmatischer Monat, wo man nur die Füße hochlegt, sind ja viele Feiertage und nur Urlaub macht, sondern da wird konstruktiv gearbeitet, ne? Weil es geht ja um die Berufung, für was du hier bist. Und das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Wir haben hier übrigens das Karma-Kreuz, das habe ich so noch nicht erwähnt. Es ist die Schicksalsprüfung, ne? Die Schicksalsthemen. Also ein interessanter Monat für euch. Ich wünsche euch einen konstruktiven, aufräumenden, bereinigenden und trotzdem glückvollen Monat. Alles Liebe, bis ganz bald, eure Dani. Tschüss.